Säule war der Boden. Der da heißt Albarissa. Alba, das lateinische Wort für weiß. Und man sieht, es ist ein ganz, ganz weißer Kalksteinboden. Mit einem sehr hohen Kreideanteil. Bis zu 60% Kreide. Und Kreide hat die Eigenschaft, sich vollsaugen zu können wie ein Schwamm. Wenn es also im Winter bei uns richtig viel regnet, dann saugt sich der Boden voll und gibt dann die Feuchtigkeit über das ganze Jahr nach und nach an die Wurzeln der Rebstöcke ab, sodass die sich versorgen können aus dem Boden mit allem Wasser, was sie brauchen, ja? Und wir eben nicht bewässern müssen, auch nicht bewässern dürfen. Ja? So stellt der Concejo die Landwirtschaftskammer sicher, dass auch wirklich nur der gute Boden mit Trauben bepflanzt wird, ne? Dadurch, also dass sie Bewässerung verbieten. Zusätzlich reflektiert der weiße Boden Sonnenlicht, das hilft den Trauben beim Reifen. Ja? Wir lesen in der Regel im August, mal früher, mal später im August, je nach Wetter quasi, je nach Jahrgang. Aber die Reifung auf jeden Fall ein bisschen beschleunigt durch die Reflexion des Sonnenlichts. Und es ist ein salzhaltiger Boden. Jetzt, wenn wir nachher verkosten, werde ich euch bei Zeit sagen, es schmeckt schon salzig, oder? So. Es ist wissenschaftlich widerlegt, dass Mineralien oder sowas wie Salz oder was tatsächlich in den Wein gelangt. Ja, es ist widerlegt. Aber man kann es in manchen natürlich doch schmecken. Ne? Während man bei Deutschland oftmals von Mineralität spricht, oder überhaupt bei Wein oftmals von Mineralität spricht, irgendwoher muss es kommen, pull nicht aus dem Boden, aber ich werde bei zwei sagen, und das ist da echt salzig. Ne? Dann muss man sich überlegen, na, wo kommt es denn her? So. Dann kann es vielleicht vom Holz kommen, von der Lagerung, Salzhaltigkeit in der Luft. Vielleicht dann eher die Luft, aber man hat es nicht in allen Sherrys. Und die Luft ist ja bei allen Sherrys letztendlich gleich. So. Vielleicht dann eher eine Interaktion dann mit der Flora, wie wir es eben man hat aber, hier haben es jetzt auch noch drin, salzhaltig. Und ich glaube, in Büchern steht es auch noch eher, man schmeckt da den salzhaltigen Boden. In manchen, die wirklich Terroir geprägt sind, wie den Finus, den Amatier. Aber, tja. Ja, das sind meistens die Aromen, denke ich. Das Salz wird ja wirklich zu mir auch gut. Das vom Riechen, das was aber dem Salz anhaftet, weil Salz bindet ja auch Aroma drin. Mhm. Das geht wahrscheinlich über die Nase und die Nase nimmt ja kein Salz auf. Nee, eben. Also es ist was eine der Geschmacksrichtungen. Ne? Kann ich schnellerweise anhaften. Das ist ja. So, Rebsorten, zweite Säule. Drei Rebsorten und nur diese drei Rebsorten sind erlaubt zur Produktion von Sherrys. Hauptanteil hat die Rebsorte Palomino Fino. Und über 90% der Rebfläche sind mit Palomino Fino bestockt. Daraus werden die trockenen Sherrys hergestellt. Ja, trockenen Sherrys aus der Rebsorte Palomino Fino. Und dann sind zwei Rebsorten erlaubt, die für süße Sherrys verwendet werden. Zum einen Pedro Jiménez, benannt nach einem Deutschen, einem Peter Siemens, der irgendwann mal nach Andalusien ausgewandert ist, nachdem wurde die Rebsorte benannt. Und Muscatella, sehr aromatische Rebsorte. Die beiden für Süßweine verwendet. Wir bei Gonzales Bias machen momentan nichts mit Muscatell. Wir experimentieren, glaube ich, so ein bisschen, haben aber nichts auf dem Markt, was mit Muscatell ist. Sondern wenn wir bei süßen Weinen sind, dann nehmen wir Pedro Jiménez. Dazu erzähle ich ein bisschen mehr. Später, wenn wir zu den süßeren Sherrys kommen, vor allen Dingen steht hier im Soleo-Prozess, ja, was ist das? Gucken wir nachher. Ja. Wir widmen uns jetzt erstmal den trockenen Sherrys. Eine kurze Frage, bevor es dann losgeht noch an euch, was haben diese drei Rebsorten gemeinsam? Alle weiß. Sind alles weiße Rebsorten. Ja. Es sind drei weiße Rebsorten, nur diese Rebsorten sind erlaubt in der Sherry-Produktion. Das heißt, alle Sherrys ohne Ausnahme sind Weißweine. Auch egal, was für eine Farbe die im Glas haben. Denkt immer dran, es sind Weißweine. Das heißt, sollten üblicherweise kalt serviert werden. Ja? Lieber kalt, aber im Pur. Und ihr seid ja eh, ihr seid eher aus der Barszene. Ne? Ihr macht es in Cocktails auch Eis, aber das ist nicht so wichtig. Aber wenn er mal pur ausschenkt, denkt dran, es ist ein Weißwein, lieber kalt serviert. Alles, was jetzt kommt, ab jetzt, bis ich was anderes sage, bezieht sich ausschließlich auf die Produktion der trockenen Sherrys aus der Rebsorte Palomino Fino. Ja, wir sprechen jetzt nur von Palomino Fino und trockenen Sherrys, bis irgendwann was anderes kommt. So,
Wir lesen unsere Palomino-Fino-Trauben im August, wenn die schön reif sind, bringen sie in den Keller und fangen da schon an, quasi auszuwählen oder uns zu überlegen, was für trockenen Sherry, was für Stilrichtungen trockenen Sherry wir möchten. Ja. Die Hauptstile bei trockenen Sherrys sind einmal Fino-Sherrys und dann Oloroso-Sherrys. Das sind die zwei Hauptstile bei den trockenen Sherrys, aus denen sich die anderen trockenen Sherrys ableiten lassen. Und wir überlegen uns jetzt schon, bevor wir irgendwas pressen, bevor wir irgendwas machen, wie viel Fino brauchen wir, wie viel Oloroso, beziehungsweise was nehmen wir wofür. Ja. Und da gehe ich gleich mal wieder zurück, aber wir gehen erstmal hier zu, kriegen die Trauben, entrappen die, also der Strunk wird entfernt, es wird in einen Edelstahlbehälter gepumpt, so, und dann erstmal nur durch das Eigengewicht der Trauben, die immer mehr von oben nachkommen, werden die unteren aufgequetscht und der Saft läuft ab. In der Regel wird gar nicht gepresst, vielleicht ein ganz bisschen, ganz leicht gepresst. Die Pressung erfolgt eher durch das Gewicht der Trauben. Und was dann abläuft, dieser frischfruchtige erste Most, nennen wir ersten Jema, das erste Eigelb. Ja, erste Eigelb, erster Most. Den sammeln wir getrennt und schauen gleich, was wir damit machen. Was dann hier übrig bleibt, oben in dem Edelstahlbehälter, wird in eine Presse gepumpt, eine pneumatische Presse. Und eher immer noch einigermaßen sanft gepresst. Man sieht es angedeutet in der Farbe, da kommt aber schon was Körperreicheres, Aromatischeres raus. Ja? Der zweite Jema, der zweite Most. Auch den sammeln wir getrennt und gucken gleich, was wir damit machen. Was dann noch in der pneumatischen Presse übrig ist, hier steht eine andere Presse drin, meistens nehmen wir die gleiche Presse und erhöhen den Druck einfach ein bisschen. Ja. Pressen nochmal ein bisschen kräftiger nach, nicht zu kräftig, Bitterstoffe wollen wir nicht haben, aber wird nochmal ein bisschen kräftiger nachgepresst. Und was dann rauskommt, nutzen wir für die Destillation. Und zwar, ich gehe mal kurz auf die Destillation dann ein, was wir daraus machen. Also aus diesem dritten Most quasi, aus dem sehr, sehr kräftigen, gerade mal nicht so bitteren Most, das geben wir in doppelte Brennblase. Also beziehungsweise wir haben zwei Alambic Charente bei uns auf dem Gelände. Wir destillieren daraus Brandy de Jerez, unseren Lepanto Brandy de Jerez aus der Palomino Fino Traube. Das kräftige, dritte Most wird genommen. Doppeltes Brennblasenverfahren. Der Mittellauf nach dem zweiten Durchgang wird dann in ehemaligen Sherryfässern gereift. 12 bis 15 Jahre. Wir haben drei verschiedene Lepantos, drei verschiedene Brandys de Jerez. Einer 12 Jahre, zwei 15 Jahre in ehemaligen Sherryfässern, verschiedene Kombinationen von Fässern. Also der Mittellauf aus der, nach der zweiten Destillation, also in diesem Brennblasenverfahren, wird gereift in ehemaligen Sherryfässern zum Brandy de Jerez, Lepanto Brandy de Jerez. Ja? Während wir den Vor- und Nachlauf separat auffangen, in eine Säulendestillation geben, auf 95% hochdestillieren. Na, stellt euch ein Traubendestillat so um die 95% vor und das als Basis zum Ausspritten der Sherrys nehmen. Na, also unsere Sherrys letztendlich auch mit Destillat aus eigener Traubenproduktion aufgesprittet. Ist klar, was wir hier mitmachen? Ja, also einmal Brandy de Jerez und andererseits die Grundlage zum Aufspritten der Sherrys. Okay. So, zurück zu unserem ersten und zweiten Jema. Ach nee, jetzt muss ich ganz zurückklicken. Dann lassen wir die. Ihr habt ja in der Folie, was wir davor hatten. Also da steht ein bisschen was mit der Gärung. Ich erkläre es jetzt einfach so. Unser erster Jema kommt in den Edelstahlbehälter. Es werden Reinzuchthefen hinzugegeben und wir bringen eine Gärung damit in Gang. Also die Hefen wandeln den Zucker um in Alkohol und CO2. Und wir bekommen einen trockenen, normal trockenen Grundwein, einen Weißwein von ca. 11% Volumen danach. Und den normalen Restzucker von ca. 4 Gramm. Das ist
unsere Basis als Grundwein, was wir aus dem ersten Jemer machen. Erster Jemer, Grundwein, 11% Alkohol ungefähr. Nichts Dolles zum so trinken, man kann ihn so trinken, aber jetzt nicht so mega edles, hypes, ganz tolles Zeug, wie ein Riesling zum Beispiel. Ja? So. Unser zweiter Jemer gärt in einem anderen Edelstahltank, ja, also separat. Auch da kommen Reinzuchthäfen dazu, der gärt, der gärt, der gärt. In der Regel ein bisschen höher vom Alkohol, vom Grundalkohol her. Meistens so auf 12% gärt er durch. Ist dann auch bei 3-3,5 Gramm Restzucker ungefähr. Körperreicher, aromatischer, kräftiger. Ja, aber wir haben auch hier einen weißen Grundwein als Basis.